Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DayZ. Und zwar haben wir heute eine Special-Folge für euch geplant. Der Tommy und meine Wenigkeit haben ja schon seit längerem damit beliebäugelt, dass wir mal ein kleines Team-Deathmatch veranstalten. Und da haben wir uns gedacht, fragen wir doch mal die Community, ob sie Lust hat und ob der ein oder andere Spaß daran hätte, uns zu joinen und dann, dass wir uns gegenseitig hier in Elektro bekämpfen. Und wir befinden uns gerade... sein Loot nichts wert ist. Wir befinden uns gerade hier in Elektro, oben am Sniper-Hügel, beim Häuschen, da haben wir uns jetzt alle getroffen. Tommy hier direkt vor mir. Hallo. So, und dann haben wir jetzt schon mal die Teams aufgeteilt ein bisschen in Rot und Gelb. Gelb-Grün. Ja, Gelb-Grün. Und dann schauen wir doch mal, ob wir ein gutes Gameplay zustande kriegen. Ich hoffe, dass alles gut klappt und dass wir jetzt gleich nicht direkt erschossen werden, wenn wir rausgehen. Aber das wird schon gut funktionieren, denke ich mal. Ja, und zwar, ich fange jetzt einfach mal mit meinem Team an. Ich stelle das Team jetzt erstmal vor. Ja, jeder, der hier ist, sagt mal kurz Hallo und dann gucken wir mal, wie wir das gleich regeln. Ne? Hier ganz links, wer bist du denn? Ich bin der Chavi. Moin. So, genau. In-game müsst ihr noch ausmachen. Genau, in-game könnt ihr euch ja direkt muten. Wir sind ja schon auf dem TS alle. Dann geht das schon. Also brauchst du nicht reden, dann in-game, ne? Eine gute Idee. Gut, das ist hier der Chavi, alles klar. Ja, ein bisschen erstmal das Gesicht einprägen, dass ich gleich auch Bescheid weiß, mitten im Kampf. So, der zweite Kandidat hier, wer bist du denn? Moin, ich bin der Brandy. Brandy, genau. Ja, tue ich den auch. Kennen uns ja schon aus dem Steam. Genau. Alles klar. So, nimmt irgendjemand von euch mit auf, oder? Also ich nicht. Du auch nicht, Chavi, ne? Ja. Dann müsst ihr es bei uns euch anschauen. Okay, hier, der dritte ist der Tom, glaube ich, ne? Ja. So, hier, der mit der Flinte auf dem Rücken, das wird gleich unser Sonderspezialtrupp. Der Tim, ne, der wird gleich an die Front geschickt und dann macht er mal das gute Ding hier. Ne, Tim? Weiß Bescheid, ne? Tom. Tom, ja. Ich weiß Bescheid. Ja, gut, Tom, du nimmst auch mit auf, ne? Nein. So, und dann haben wir ja noch hier zu guter Letzt den vierten Mann. Der Wer bist du? Wer bist du denn? Traust du dich was zu sagen? Sollte der Dominik sein, wahrscheinlich. Ist das der Dominik? Ich glaube, der hat gerade wieder... ja, das ist der Dominik. Das ist der Dominik, Dom-Rezept, er nimmt nicht auf, weil es bei ihm nicht... Buckelfrei geht. Auch nicht auf, weil es bei mir eigentlich... Genau, das ist hier mein gutes Team hier. Dominik, Tom, Chavi und Brandy. Wir machen das gleich. So, Tommy, dann kannst du ja mal fortfahren hier mit deinem Team. Okay. Ist das hier vor mir, der Green, der die ganze Zeit schon auf mich zielt, ist ja eh klar. Kennt ihr auch schon, nimmst du mit auf schon, oder? Ja, ich nehme schon mit auf. Okay. Dann weiter hier, der hier sitzt mit dem gelben Bandana, mit der M4 in der Hand. Der Major. Der mit dem grünen Rucksack. Jo, bin der Major. Ah, den kennen wir ja auch natürlich. Gibt dem Curry gute Tipps, aber der beherzigt sie meistens nicht. Dann Doch, tut der. Ach, es kommt schon noch. Dann hier mit dem gelben Bandana und dem blauen Rucksack. Wusa. Wusa? Oder wie? Wusa. Wusa? Wie heißt du denn bei... Ach da, jetzt hab ich dich gefunden. Okay. Ja, Wusa. Dann hier ohne Bandana ist auch bei uns im Team. Mit der Mosin in der Hand. Wer bist du denn? Ich bin der Sender Grip. Ich such dich auch kurz. Mute dich kurz. In-game. Okay. Dann würde ich sagen, zerfetzen wir in dem Brosselwelt sein Team, ne? Das hättest du so gern. Mein Freund. Ja, ich habe hier ein bisschen mal mir die Leute angeguckt, ne? Ja, dann gucken wir mal. Okay. Alexa ist ja auch noch auf Tour hier. Ich weiß nicht, ob sie es noch schafft. Ja, Frauen halt. Was hast du denn für ein Bandana, Alexa? Oder ein rotes, was für eine Farbe? Ein grüner Rucksack und eine blaue Wolljacke. Okay, dann kommst du dann einfach bei Bros ins Team, wenn du es noch rechtzeitig schaffst. Bestimmt laufe ich zu dir ins Team und werde direkt erschossen. Das wird's. Das kann sein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier kurz einen Cut. Und, oder nee, erstmal erklären wir, was wir überhaupt vorhaben. Also wir haben uns hier jetzt heute mal versammelt, ganze Community von Bronze und von mir, wer Zeit hatte. Und wir wollen einfach in Elektro, obwohl es jetzt ein bisschen vollerer Server ist, wir waren vorhin schon auf einem anderen, da wurden wir leider beschossen. Und wollten wir ein Deathmatch machen zwischen uns, unseren beiden Teams. Wir teilen jetzt dann noch in die TS auf, da machen wir auch den Cut kurz, dass wir halt Teams auf verschiedenen TS haben und der Bros und ich werden dann halt in Kommunikation sein, wenn irgendwelche Probleme es gibt, aber wird glaube ich nichts sein. Und ja, jetzt schauen wir mal einfach mal, welches Team dann überlebt und welches zerfetzt, würde ich mal sagen. Ja, ich bin echt gespannt und ich weiß nicht, wollen wir das dann vielleicht so machen, dass wenn einer stirbt, dass der sich dann erstmal mutet, so lange bis alle tot sind,
dann das wäre natürlich für das gegnerische Team auch von Vorteil, weil dann könnten wir immer sehen, wer noch lebt aus dem Team oder wer ist schon tot und wie viele Leute überhaupt noch am Leben sind, weißt du? Ja, das kann ich dir auch dann immer über Steam einfach durchgeben. Da können wir uns in Steam ja kurz kommunizieren und dann einer tot, zwei tot, zack. Okay, ja, aber wäre trotzdem von Vorteil, wenn wir dann nicht mehr reden, wenn einer tot ist, weil, ja, wenn er tot ist, ist er tot, weißt du? Muten, ja. Genau. Er kann zwar dann in die Stadt reinlaufen, das ist kein Problem, und sich sein Loot wiederholen, aber der ist halt dann nicht mehr im Spiel dabei, sozusagen. Genau. Ne, okay. Ist das okay für euch, Jane? Wenn ihr direkt stirbt? Wenn wir direkt sterben, dann sind wir direkt tot. Ja, dann haben wir Pech gehabt, ne, dann müsst ihr euch den Rest dann beim Tommy oder beim Green angucken. Ja, der Tom nimmt ja auch noch mit auf. Ja, die nein, Beschreibung. Ach, du nimmst auch nicht auf. Der Bronx hat ein bisschen verpeilt. Ist so ungewohnt hier, ey. Mhm. Ja, egal. Und dann gucken wir einfach mal, ne? Dann würde ich jetzt sagen, wir gehen dann links nach Elektro, also beim Eingang, wo die Polizeiwache ist, und ihr geht rechts, also wo die Feuerwache ist, okay? Die hier hinten. Ja, wir gehen dann, also da wir verschwinden irgendwo hinter der Feuerwache und ihr verschwindet dann links hinter dem Polizeipräsidium. Dann, genau. Und dann verteilen wir uns. Sniper-Hügel ist tabu für die Sniper. Mhm. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und teilen mal in die Teams ein. Ja, dann teilen wir mal was die erst auf. Dann bis gleich, ne? Bis gleich. Bis gleich. So, ja, da sind wir wieder, ne? Wir sterben. Ach, das ist jetzt hier Greeny, oder? So, warte mal, wir haben das jetzt so überlegt, dass wir dann die Folge einfach direkt gleich weiter starten und unterwegs können wir uns ja schon mal dann unterhalten, ja, wir können ein paar Strategien austüfteln, ne? Ich sag euch eins, das wird nicht leicht, ne, Tommy ist nicht schlecht und, ja, der Major, der ist so gut drauf hier, ne, den kennt er ja auch schon hier aus Curry, aus Currys Aufnahmen und so. Und der Green, der auch. Ja, der Green, ne, der alte Rambo da, ey. Ja gut, aber wir lassen die jetzt erstmal vorgehen und dann, ja, schauen wir mal, dass wir dann gleich uns da verziehen hinter Elektro, beziehungsweise hinter die Feuerwache da. Mal gucken, wo die hingehen, warte mal. Ich bin jetzt gerade überlegen, wie ich den Schavi unterscheiden kann. Hallo! Wo er ja draußen ja am Besprechen ist, weißt du? Ich hab eine M4. Ne, gut. Okay. Noch seid ihr im Haus, gell? Genau, noch sind wir im Haus. Tommy hat jetzt geschrieben, los geht's. Also sie hauen jetzt wahrscheinlich ab. Ja, da flüchten sie gerade hier. Könnt ihr dann alles noch aus Tommys Perspektive sehen später? Es geht los, hat er gesagt, ne? Ja. Ja, eben. Okay, wir sind jetzt noch im Haus. Wo bist du jetzt, Alexa? Direkt, also 100 Meter weg von der Feuerwehrwache. Okay, ja gut, dann treffen wir uns gleich bei der Feuerwehrwache einfach dahinter, okay? Bei der inneren, würde ich sagen. Okay, Jungs, ja, dann lass mal loslaufen am besten. Und dann gucken wir mal, müssen wir mal die Strategie halt uns überlegen. Und wir schießen dann erst, wenn wir wirklich in Position sind, ne? Ja. So, warte mal, wo laufen wir lang? Hier so einmal querfeld rüber, oder? Renn dir einfach nur hinterher, such du dir aus. Okay, warte, wir verschwinden einfach hier hinter dem Kraftwerk. Hier geht er schon, ne? Bleibt der Tommy gleich nochmal, wenn es richtig losgeht, oder wie? Nee, es geht jetzt los. Also, wir haben gerade noch besprochen und, ja, also wir wollten jetzt dann eigentlich starten. Wir schießen aber erst, wenn wir in Position sind, ne? Und wie gesagt, bis dahin müssen wir nochmal überlegen, ne, ob wir jetzt eine gute Strategie zustande kriegen. Ich bin ja auch nicht der Oberprofi, was das betrifft, ne? Zombie-Links. Aber ich hoffe, ihr seid da gut dabei, ne? Ich kenn's ja, Bronze. Ich habe null Orientierung und null Plan. Ja, Dominik, das ist schon mal eine vollwertige Aushilfskraft hier. Ja, ja, lass erstmal weiter, oder holt einer eben die mit der Axt? Ja, Axt ist fast schon scheiße mittlerweile. Xavi, wie sieht's mit dir aus? Hast du einen guten Plan, was Strategie angeht? Also, keine Ahnung, ich würde halt einfach mal schauen, was die anderen so machen. Wenn wir sie sehen, einfach schießen. Ja, das wird aber nicht so leicht, ne? Wie gesagt, der Major, der ist ja, der macht halt irgendwie ziemlich gut, ne? Bin ich ja mal gespannt, ey, ob wir da überhaupt was reißen können gegen die. Ach, bestimmt. Wahrscheinlich töten sie sich nachher alle gegenseitig, weil sie nicht mal welche sind. Ja, das ist ein bisschen schade, dass man nicht so Gruppen einteilen kann. So richtig wie ein Breaking Point. Oder beziehungsweise ein Armor. Ja, dann müssen wir dann so die Sechsecke sieht. Ja, dann bräuchte man sich das auch, könnte man sich das ersparen mit den ganzen Bandana-Gedöns und so, ne? Ja. Mhm. Aber gut, hat ja auch irgendwie was Cooles, ne? Mhm. Wo seid ihr? Ah, da hinten seid ihr. Bin hinter. Mal zur Abwechslung falle ich nicht so weit zurück. Ich weiß nicht, was los ist.
Was meinst du mit Abwechslung? Robin, der ganz hinten ein paar Kilometer zurückhängt. Also wie gesagt, fangt einfach mal an, ich komm. Also guck mal, Alexa, wir sind jetzt hier, wir laufen jetzt gerade aus Elektro raus, ne? Diese Hauptstraße. Weißt du? Mhm. Und ja, dann können wir uns ja da am besten treffen dann, weißt du, so außerhalb von Elektro. Und dann gehen wir einfach mal über die Küste oder so, gehen wir dann Elektro rein. Und mal gucken, wie lange das ganze Spielchen hier andauert. Also gleich, wir bleiben in Elektro. Ja, genau. Also wir komplett fighten in Elektro. Klar. Und ja, die werden sich da jetzt bestimmt irgendwo verschanzen, denke ich mal. Hm. Tommy wird sich wahrscheinlich echt? Irgendwo einen guten Platz zum Snipern suchen. Ich lauf da rein. Davon habe ich nicht so viel Ahnung, wie man die Plätze. Warte. Ja, ich weiß nur, dass halt, ja gut, Sniperhügel ist ja jetzt dann außer Kraft gesetzt. Aber so oben auf dem Polizeipräsidium kannst du dich gut hinhauen. Dann oben auf der Schule, beziehungsweise das Krankenhaus. Ich denke mal, die haben dieselben Ideen, weil sie auch Sniper haben. Ja, deswegen, da brauchen wir theoretisch gar nicht erst gucken, dass wir da irgendwie uns positionieren, ne? Weil ich denke mal, da wird wahrscheinlich eh schon einer liegen. Wir bräuchten Antipossis irgendwie, wegsnipen kann oder wo man gut halt hinzielen kann. Was meinst du? Den Anfang habe ich nicht verstanden. Was denn? Antipossis. Positionen, von denen wir gut auf die Einblick haben, also auf denen ihre Sniper auf die möglichen Positionen, aber die schlecht auf uns. Und falls einer für die Sniper noch ein Long Range Scope bräuchte, ich hätte noch eins in Pristine dabei. Guck mal, wie man. Was war das? Wer hat geschossen? Ich schleiche jetzt mal zur Küste. Versteckt euch mal alle so ein bisschen. Auf jeden Fall liege ich. Also mich hat irgendjemand an die Beine geschossen. Du bist am Boden schon. Weg. Kommt mal weiter. Wo bist du denn, Tom? Ich bin jetzt da. Okay, Gott, nicht so genau sagen. War auch hinter mir ein Zombie, aber ich glaube, der hat mir jetzt die Beine weggeschossen. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen hier um die Ecke. Wo seid ihr? Ich sehe ihn. Wir sind jetzt auf der Straße. Den Hügel hoch. Mach den Hügel hoch. Wir sind jetzt hier direkt auf der Straße nach Elektro rein, also bei der Scheune da, ne? Du dürftest uns nicht verfehlen, wir stehen hier alle mit einer roten Kopfbedeckung. Ja, guck doch mal, von wo, der hat bestimmt gesnipert, ne? Also ich komme von der Tankstelle. Genau, einfach die Straße weiter hoch, dann kannst du uns gar nicht verfehlen. Wer hat geschossen? Keine Ahnung. Ja. Nee, von uns war das keiner. Wenn ihr schießt, dann sagt auf jeden Fall eben Bescheid, ne? Ja. Ich habe die Schüsse gesehen auf jeden Fall, die waren knapp an mir vorbei. Hier, Jungs mit der Sniper. Wer hat jetzt die Sniper am Start? Ich. Bin am gucken. Also wenn vielleicht noch einer... Genau, Brandy, hier scoute mal ein bisschen, ob du da irgendwas erkennen kannst. Ich habe wie gesagt ein M4. Halt dich da lieber weg. Green ist da. Was? Wo ist Green? Wo ist der? Vor mir. Oben. Okay, töte ihn hier mit der Sniper. Du musst ihn jetzt wegholen, Brandy. Wo ist er? Der ist genau bei Tom. Ich bin tot. Komm, weg hier. Kommt. Oder? Wir fliehen und gruppieren uns neu. Hab geschossen. Ich hab nicht geschossen. Kommt, Leute, wir können hier nichts machen auf dem Feld, weil wir sind ja eigentlich mit M4 im Nahkampf. Ist tot. Ist tot? Aber ja. Das war er nicht. Das war nicht Green. Ja, was hatte der eine für eine Kopfbedeckung auf? Der hatte den grünen Helm von Green auf eigentlich. Ja. Okay, dann war das wahrscheinlich Zivilist hier, oder? Ja, das kann gut sein. Neutraler. Okay, dann das war natürlich klar, dass das vielleicht passieren kann, ne? Aber gut, das ist jetzt echt schade, ey. Da hat sie Nummer 1 schon erwischt. Jetzt bräuchte man sowas wie okay, bei, Tom ist schon tot, ey, scheiße. Hat einer geschossen? Fuck, Mann, aber Alexa ist ja noch da, dann haben wir gleich wieder Unterstützung. Mhm. Ja, jetzt bräuchte man sowas wie bei Hunger Games, wo dann so Boom macht. Ja. So, Ja, ich bin die Überraschung von hinten. Falsch an? Hört sich verdammt falsch an. Du bist eine Frau. Hier, wir sind jetzt direkt bei den Gleisen. Also wenn du jetzt die Gleisen hochrennst, dann stehen wir hier irgendwo im Busch. Ne? Also wenn du gleich hier... Oh, Jungs. Was denn? Ja, Hilfe. Egal. Bist du schon da, oder was? Verdammt. Scheiße, Mann, da wurde er direkt abgeknallt von irgendeinem Typen, ne? Das direkt war so klar. Von einem Zivilist. Ja, ich glaube, das ist der sogenannte Risikofaktor. Ach, Mann! Was ist denn? Was ist los? Von einem Zivilist direkt erschossen worden. Wer, du oder was? Ja.
Okay, dann scheiße, sollten wir jetzt Mann, mal irgendwo Stellung beziehen. Dann war es das mit der Verstärkung, ne? Kommt mal mit, wir schleichen uns mal über die Küste an, oder? Ja. Bisschen Deckung, ey. Wir müssen in Nahkampf gehen, weil wir haben ja M4. Ja, ich habe knapp 1000 Schuss dabei, also... Ja, sucht meine Leiche. Ich habe unendlich viel Munition für die M4. Also, ich bin mal weg. Also, was auf jeden Fall scheiße, wenn ihr uns alle tötet einfach. Okay, der dann bis später, ne? So, warte mal. Was hast du gesagt, Tom? Achso, er ist schon wieder gemutet. Das ist jetzt scheiße, wenn der uns einfach alle töten würde. Ja, nee, Wer schießt? M4-Schüsse. Brandy hat ihn, glaube ich, erwischt, oder? Den einen habe ich eben erwischt, den ich hatte. Ich glaube, aus dem roten Haus hier. Weil vor uns sind die Schüsse eingeschlagen. Wo kamen die Schüsse her? Irgendwo vor uns. Küste her, oder? Also so, ich glaube, so halb rechts oder sowas. Ja. Würde ich mal vermuten. Da geht eine Leiter hoch. Wo? Echt? Oh, hol ihn dir, hol ihn dir. Wenn du ihn kriegst, dann hol ihn dir. Jetzt hinter dem kleinen Haus oben drauf. Das ist auf jeden Fall einer aus Tommys Team. Die haben bestimmt jetzt oben da Stellung bezogen. Aber dann wissen wir ja schon mal, wo einer liegt. Aber dann haben wir wissen, wo das ganze Team ist. Der hatte eine Mosin. Wir könnten uns ziemlich gut umstellen. Also wir sollten jetzt da ist mal einer. Keine Würzchen schlagen. Da ist noch einer. Holt ihn. Da hinten steht einer. Habt ihr gesehen? Da ist noch links einer lang gelaufen. Nee, sollten wir nicht. Am besten gehen wir direkt weiter vor, oder? Ja. Ich würde jetzt aber hier links am Haus vorbeilaufen. Sind wir alle da, ja, ne? Links am Haus, meinst du? Ja, also hier. Okay, dann in die Mauern dann rein und dann, Scheiße, Zombie, ey. Ah, der läuft nicht zu uns. Hey, aber doch. Kann nicht entscheiden. So, ich laufe jetzt vor hier. Zombie hinter uns. Ja, holt ihn mal am besten mit der Axt oder so. Oh Gott, ein Zombie sind, ich zähl 4. Scheiße, Alter, warte mal. Ich hab ja, glaube ich, einen Suppressor drauf. Nicht viel, oder? Ich hab auch einen drum. Scheiße, ey. Zombies, ey. Hey, ich hab noch einen Suppressor drauf, aber das ist voll laut. Okay. Ja, ich glaube, die funktionieren noch nicht so richtig. Schalldämpfer. Okay, das erklärt natürlich einiges. Das war jetzt aber echt blöd, ne? Weil jetzt haben sie uns ja gehört. Ja, wenn der Sniper vor denen am Kran echt vor, also einer vom Tommy sein Team war, dann wissen sie ja eh schon, wo wir sind. Mhm. Guck hier mal so über die Büsche ein bisschen rüber. Am besten ist, wenn zwei oder einer irgendwie mal mit der M4, wenn die da reingehen und das Ding stürmen, oder? Weil den, wenn er jetzt sich da umguckt, dann wird er wahrscheinlich nicht so im Nahkampf irgendwo versiert sein. Und wenn er eh eine Mosin hat, dann kann er uns eh nicht killen. Also dann er hat natürlich noch irgendeinen Schützen dabei, ne? Wollen wir das mal machen, dass wir irgendwie besser da... Besser ist da vorne, grüner Rucksack an der Mauer gewesen. Grüner Ach, Rucksack? Nein. Knall ab. Yeah. Einfach abknallen, das ist keiner von uns, glaube ich. Von den anderen sind noch alle am Leben, ne? Zombie von hinten. Lieber mit der Axt, Leute, ey. Auf jeden Fall keine Sie wissen, bei denen unten im Tier. Wir wissen jetzt direkt, wo wir sind, ne? Wir müssen hier weg, ey. Los, komm. Gelbes Bandana. Wo denn? Wo denn? Ja, da auf die Mauer, wo ich raufguck. Da oben, ne? Ich geh da jetzt hin. Ah, scheiße, auf mich wird geschossen. Getroffen. Wo? Von wo kam der Schuss? Von wo kam der Schuss? War da an der Mauer, oder? War an der Mauer. Fuck, Alter, ich bin hier mitten im Kreuzfeuer wahrscheinlich, ey. Geh mal irgendwie zum Laufen. Was meinst du, wo an der Mauer? Rechts an der Mauer, oder was? Ja, schräge rechts von da, wo wir standen, alle. Richtung Krankenhaus. Wo seid ihr denn jetzt, Dominik? Wo bist du? Krankenhaus. Ja, auch an der Mauer. Da hinten sind zwei. Zwei, ja, zwei. Genau, habe ich auch gesehen. Warte.